Hallo. Ja, ich war ein bisschen nachlässig. Ich habe gestern nichts hochgeladen. Dafür ist heute umso spannender. Marc baut da hinten schon gerade Aufbau nicht abbauen. Marc baut da hinten gerade schon auf. Und zwar haben wir gleich machen wir ein Video für die Vodafone Stiftung. Die haben uns gefragt, Librileo vorzustellen. Sarah und ich werden da gleich sitzen und ein bisschen erzählen, was Librileo ist. Die Outtakes haue ich euch rein. Den Rest müsst ihr euch dann unten wie den Link. Muss mal gucken, ob ich dann den Link schon habe. Ansonsten gehen wir gleich in die Kita, da ist heute Kinderweihnachtsfest. Und wir haben heute Abend noch Weihnachtsfeier von Librileo. Das heißt, auch da werden wir ein bisschen filmen. Wir wollen alle zusammen ein paar Kränze basteln, ein paar Gestecke basteln. Ich muss jetzt gleich noch los, ein bisschen was einkaufen. Und heute Abend basteln wir dann alle zusammen. Hi, my name is Jules. And my name is Sarah. We are both the founders of Librileo, which is a non-profit organization that deals with children that live under bad circumstances. Das war stark, oder? Das waren 10 Sekunden. Okay. No. So we believe that Okay. We work together with Corporation Club. Schmeiß die Bilder in den Club und schreib Po-Po. Magnus und ich waren noch mal kurz bei der Sparkasse, weil wir haben noch ein bisschen Geld gebraucht. Umsonst ist auch beim Weihnachtsfest der Kita nichts. Und Magnus freut sich schon tierisch, er möchte nämlich unbedingt Pferde reiten, ja? Ja. Ich freue mich richtig auf was zu essen. Halt die Hand auf, ja. So, warte, ich bezahle mal und hol den Teller. Nee, mach ich ja gerne mögen, okay? Jeder wollen wir Pompon. Das da ist Anne. Anne ist eine von unseren Illustratoren. Anne, wink mal. Sarah war vorhin noch mal einkaufen. Das ist, wir betrachten das jetzt als Teambuilding. Es sind Kugeln da, Apfel, Zimtstein. Da hinten komme ich jetzt nicht ran, aber es ist quasi alles da. Daran. Warte. Es ist so. Nein, wer ist denn das hier? Ja, ja. Klein. Marc, will ich raufhaben? Yes, auch. Ja, ja. Ja, ja. Hallo, es ist Samstag, wir wussten nicht so richtig, was wir jetzt machen, also laufen wir zum Schloss, hey, wir laufen zum Schloss Charlottenburg, das ist da, weil dort ist ein total schöner Weihnachtsmarkt und da gehen wir jetzt alle zusammen hin. Sarah sitzt noch da hinten, da auf einer Bank. Ha? Was? Die kommt danach, genau, die kommt danach. Die stellt jetzt aber noch Sarah. Hey, warum Sarah? Ach Mann, ja, die stellt nicht Sarah, die stellt Martha. Mann! Sarah stellt natürlich jetzt noch Martha.
Einer von euch beiden ganz kurz drücken, bitte? Das wäre total nett. Danke. Ist alles gut mit euch? Ich glaube, ja, das ist vielleicht doch eine mega gute Idee, war heute auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Wieso? Weil es einfach noch nicht so voll ist. Ist gut. Ja, wir können unsere beiden Kinderwagen. Also ich meine, wir sind schon echt ein ordentlicher Tross mit den beiden Kinderwagen. Wir können einfach unsere beiden Kinderwagen noch ordentlich schieben. Das glaube ich geht in ein oder zwei Wochen überhaupt nicht mehr. Das heißt, dann ist es eigentlich gegessen. Auf jeden Fall wird es sein, dass wir in ein oder zwei Wochen die wahrscheinlich nicht mehr drüber laufen können. Daher ist das wahrscheinlich das einzige Mal, dass wir dieses Jahr auf den Weihnachtsmarkt gehen. Nee, vielleicht noch mal eine. Wir sind Weihnachtsmarkthopper. Wir gehen auf alle Berliner Weihnachtsmärkte. Und dann stellen wir euch die. Weihnachtsmarkthopper. Na, das war so ein Paket mit zwei. Das war witzig, er hat eben den Handschuh in der Tuba verloren. Ist jetzt zu viel? Heißen Kakao? So, Weihnachtsmarkt ist vorbei. Alle sind total durchgefroren. Die beiden da unten drin. Die gehen auf jeden Fall als allererstes in eine heiße Wanne. Und kriegen heißen Kakao. Und kriegen heißen Kakao. Danach schmücken wir unsere Wohnung. Ja. Und holen gleich alles raus. Die großen Pyramiden. Und die Nussknacker. Und Girlanden. Die Girlanden. Oh, und wir haben, das wird auch geil, wir machen ja bald Weihnachtszeit, wir machen so ein Weihnachtsessen mit unserem Team. Da hole ich die Feuerzangenbowle raus. Das Gerät haben wir noch, oder? Hast du es weggeworfen? Was ist denn passiert? Ich glaube, das haben wir Umzug nicht mitgenommen. Hast du es wirklich weggeworfen? Nein. Sarah? Ich glaube, Sarah hat es weggeworfen. So, ich hole jetzt unser Weihnachtszeug. Und so viel ist das gar nicht. Und dann werden wir mal gucken, was da alles so drin ist, was da zum Vorschein kommt. Wir werden ein bisschen dekorieren. Das sind voll hübsch, ja. Letztes Jahr hat es der Weihnachtsmann für die Kinder gebracht und wir haben ganz, ganz viele davon. Und ich habe mit dem Weihnachtsmann geredet, weil ich hätte ganz gerne, dass die Kinder so viele bekommen, dass wenn die irgendwann mal ausziehen, dass sie damit ihren eigenen Weihnachtsbaum schmücken können. Ich habe das so mit dem Weihnachtsmann, glaube ich, letztes Jahr besprochen. Echt? Ja. Die sind von, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die sind von Käthe Wohlfahrt. Und die sind echt, die sind so hübsch. Da, ich hoffe, man sieht das. Hier. Voll hübsch, oder? Wenn du Hilfe brauchst, sagst du.